Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es endlich um das zweite Produkt von Müllerlicht, genauer gesagt von Tint, der smarten Beleuchtungsmarke von Müllerlicht. Und viele von euch haben das erste Video schon extrem viel kommentiert. Es wurde vehement gefordert, dass ich möglichst schnell einmal diese zweite Review rausbringen soll, denn auch diese Woche ist Tint wieder bei einem sehr, sehr großen Discounter im Angebot. Genauer gesagt, bei Aldi gibt es die Tint-Produkte diese Woche, zumindest in vielen Filialen in Deutschland. Und das deswegen habe ich mich natürlich beeilt, damit ich euch möglichst schnell auch ein Feedback zum zweiten Produkt, was ich hier von Tint einmal vorliegen habe, geben kann. Es geht hier um das LED-Panel, rechteckiges LED-Panel mit den Maßen 20 cm in der Breite, 60 cm in der Länge, White and Color. Das Panel hört auf den Namen Loris und ist eines von drei LED-Panels, welche bei Müllerlicht aktuell mit drin sind. Denn Müllerlicht hat sich gesagt, okay, wir möchten LED-Panels in den unterschiedlichsten Ausführungen rausbringen, was ich sehr, sehr cool finde. Man hat unter anderem ein rundes LED-Panel rausgebracht. Das ist das Loris-Panel mit Abmessungen von 45x45. Man hat dann, wie gesagt, hier einmal das rechteckige, was ich euch heute vorstellen darf, rausgebracht mit den Maßen 20-60. Und es gibt auch noch ein quadratisches in 45x45, was natürlich ebenfalls sehr, sehr interessant ist, gerade wenn ihr hier quadratische Module beispielsweise habt in abgehängten Decken, ist dieses Panel sicherlich auch unheimlich interessant. Ich persönlich hatte mich hier einmal für das rechteckige Modell entschieden, weil ich das auf den ersten Blick sehr stylisch fand. Und auf den zweiten Blick vom Karton her machte das auch schon einen richtig guten Eindruck. Wir packen das natürlich direkt einmal zusammen aus und sehen direkt schon auf den ersten Blick, es ist gar nicht mal so viel, was hier mit drin ist. Einmal die Fernbedienung, ganz, ganz große Änderung quasi im Vergleich zur ersten Review. Hier werden wir uns viel mit der Fernbedienung gleich einmal beschäftigen. Und natürlich das große LED-Panel, wo auch zur Fernbedienung und natürlich zum Panel gleichzeitig Schrauben mitgeliefert werden. Denn die Fernbedienung könnt ihr euch einmal mit einer Wandhalterung quasi festmachen und das LED-Panel könnt ihr euch dann mit Schrauben und Dübel natürlich dementsprechend mit der Halterung an die Decke oder an die Wand packen. Auch das gucken wir uns gleich einmal an, wie das dann am Ende so aussieht. Das LED-Panel macht auf den ersten Blick gleich wieder einen richtig, richtig hochwertigen Eindruck. Das darf es auch meiner Meinung nach, liegt in der Preiskostenkategorie von 129 Euro, ist allerdings für diese LED-Panel-Breite ein wirklich guter Preis, zumal natürlich auch hier wieder Tint den großen Vorteil hat, dass ihr es einmal natürlich mit der Fernbedienung steuern könnt, dann natürlich durch die Zigbee 3.0 Anbindung gleichzeitig auch in euer Smart Home einbindbar ist. Habe ich euch ja letztes Mal schon ausführlich vorgestellt. Das heißt, auch hier ist eine Sprachsteuerung möglich, eine App-Steuerung möglich und dafür ist diese Preiskategorie richtig, richtig gut. Für alle, die sich hier entscheiden möchten, dieses LED-Panel zu kaufen, habe ich euch natürlich auch einmal den Link in die Infobox gestellt. Dort könnt ihr dann nochmal alle technischen Details durchlesen, wartet aber auch hier bis zum Ende des Videos und klickt dann auf den Link und guckt euch dann das Produkt an, weil dieses Panel hat es wirklich in sich und das will ich euch nicht vorenthalten. Wenn ihr das dann einmal ausgepackt habt, ist das eigentlich ein schon sehr, sehr gut vorinstalliertes System, was ich persönlich immer sehr begrüße. So kann man das Teil wirklich wie eine normale in Anführungszeichen Decken- oder Wandlampe einmal anbringen. Wie gesagt, vorinstalliert bedeutet in diesem Fall, ihr habt hier auf der Rückseite einmal diese verschiedenen Kopplungsmodule. Natürlich müsst ihr die einmal miteinander verbinden
und dann könnt ihr das Ganze auch schon für eure herkömmliche Deckenlampe einmal einsetzen. Ich habe mich hier entschieden für diese Review, mich endlich von der Flurlampe zu trennen. Ist eigentlich eine sehr, sehr schöne LED-Lampe immer gewesen. Aber das war das Einzige, was bei mir wirklich noch nicht smart war. Und das passt natürlich überhaupt nicht rein, weshalb diese Flurlampe jetzt für das neue LED-Panel hier von Tint weichen musste. Und ja, Installation, wie gesagt, wie bei einer ganz normalen Deckenlampe. Guckt so ein bisschen da drauf. Man hat ja hier diese Halterung, dass das alles schön gerade ist. Und dann könnt ihr auch schon dieses LED-Panel perfekt in die Halterung einschieben. Und dann sieht es auch wirklich direkt schon so aus, wie ihr das hier seht. Nämlich extrem stylisch. Und das hat natürlich nicht nur damit zu tun, dass das Produkt an sich super modern wirklich designt worden ist, sondern wir haben hier gleichzeitig direkte und indirekte Beleuchtung. Und ihr wisst ja, ich bin ein absoluter Fan von indirekter Beleuchtung. Wenn wir uns nochmal die Unterseite anschauen, dann sehen wir auch schon direkt, woher das Ganze kommt. Man hat im Prinzip einmal ringsrum dieses LED-Panel nochmal unterfüttert mit LEDs. So hat man dann diesen indirekten Effekt und das ist einfach in Kombination super stylisch. Wenn wir das hier auch in diesen Farbschemen sehen, macht das wirklich echt was her. Und das ist nochmal so ein kleiner Hingucker, den dieses LED-Panel als zusätzliches Gimmick hier schon mal von Anfang an bietet. Wenn ihr das LED-Panel dann quasi angeschaltet habt, ist es automatisch mit der mitgelieferten Fernbedienung gekoppelt. Denn hier habt ihr erstmals die Möglichkeit, in diesem Riesenset einmal die Fernbedienung auch als Hauptelement, als Hauptsteuerungselement von Anfang an auch zu nutzen. Beim LED-Strip war diese Fernbedienung nicht mit dabei. Hier in diesem großen Set ist sie direkt standardmäßig auch schon mit diesem Panel gekoppelt. Es hat natürlich auch den Hintergrund, dass man über diese Fernbedienung einfach einen super schnellen Zugriff einmal auf das Panel hat. Wir können hier mit dieser sehr, sehr schön übersichtlichen Fernbedienung eigentlich alles auf den ersten Blick steuern, was wir steuern müssen. Und das macht diese Fernbedienung wirklich auch zu etwas ganz Besonderem, weshalb ich mir vorgenommen habe, die hier euch etwas genauer einmal vorzustellen. Ich finde, das Design an sich ist schon mal sehr, sehr gut gelungen, vor allen Dingen aber auch benutzerfreundlich und übersichtlich. Die Fernbedienung hat natürlich den echt großen Vorteil, dass wir hier wirklich, ohne dass wir dieses LED-Panel mit irgendeiner App, mit irgendeinem Smart-Home-System verbinden müssen, einmal dieses LED-Panel, wie gesagt, steuern können. Und das natürlich nicht nur, indem wir es ein- oder ausschalten oder indem wir es dimmen. Natürlich ist das auch möglich, aber auch, indem wir hier einfach Farbwechsel einstellen. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr schön mit dieser eingezeichneten Farbskala. Hier kann man wirklich ganz, ganz einfach durch langes oder kurzes Drücken einmal die verschiedenen Farbnuancen auswirken lassen. Das Ganze kommt auch mit einer sehr, sehr schnellen Übersetzung direkt an der Lampe an und wir können uns hier wirklich schon mal sehr schön durch die unterschiedlichen Farben hier durchklicken. Zusätzlich hat man nochmal auf der Fernbedienung unten verschiedene Presets eingespeichert und diese vorbelegten Tasten haben es auch wirklich in sich. Finde ich super cool, dass man sich hier Gedanken darüber gemacht hat, unter anderem bei den Presets mit dabei, so eine Art Kaminfeuer. Ihr seht das hier, das pulsiert so schön in einem wirklich warmen Ton. Dann haben wir ein Arbeitslicht, da haben wir wirklich ein komplett ausgeglichenes Licht, sehr, sehr schön an dieser Stelle, dass das wirklich auf Knopfdruck funktioniert, gerade auch wenn ihr diese LED-Panelmodule in Büroräumen und so weiter einsetzen möchtet, natürlich ein super Preset an dieser Stelle. Ihr habt hier wirklich die Möglichkeit, das Ganze komplett runter zu dimmen, zu einem unfassbar angenehmen Licht zu machen und natürlich könnt ihr das Ganze dann auch über die App einbinden und das funktioniert auch schon wie beim Lightstrip, indem ihr einmal dieses LED-Panel zurücksetzen müsst. Dazu müsst ihr hier auch dieses LED-Panel sozusagen fünfmal ein- und ausschalten. Ich mache das hier mal einmal im Hintergrund und nach dem fünften Mal sozusagen reagiert das Panel, indem es einmal verschiedene Farbschemen durchspielt. Damit wisst ihr, das Ding ist einmal resettet und dann könnt ihr es auch schon, wie ich euch das komplett im ersten Video erklärt habe, in eure Smart Home App des Vertrauens einbinden. Wie gesagt, an dieser Stelle nochmal ganz, ganz wichtig,
Es braucht sozusagen diesen Zigbee-Standard 3.0. Das heißt, hier seid ihr komplett mit dabei, wenn ihr ein Philips Hue-System besitzt beispielsweise, wenn ihr ein Amazon Echo Plus habt, damit habt ihr natürlich auch den Zigbee-Hub mit drin oder ihr habt beispielsweise ein Osram Lightify-System und natürlich diverse andere Systeme, welche Zigbee 3.0 unterstützen, dann seid ihr auf dem sicheren Weg und braucht hier wirklich keinerlei Hilfsmittel mehr, könnt dann automatisch dieses LED-Panel in euer Smart Home-System einbinden. Dann natürlich, wie wir uns das auch schon angeschaut haben, Gruppen erzeugen. Ihr könnt das Ganze mit Sprache steuern und so weiter. Also richtig, richtig gut und vor allen Dingen natürlich auch von der Bandbreite her extrem breit gefächert, was ihr dann hier mit diesem LED-Panel alles einstellen könnt. Natürlich ist auch ganz, ganz wichtig zu sagen, dass es dann natürlich auch funktioniert wie alle anderen smarten Lichtprodukte, die ihr zu Hause habt. Das heißt, ihr könnt selbstverständlich dieses LED-Panel dann auch von unterwegs steuern. Das heißt, ihr habt natürlich hier an dieser Stelle die komplette Freiheit und könnt es quasi als Modul verwenden, welches ganz normal in euer herkömmliches Smart-Lichtsystem einmal sich einfügen lässt. Von daher, mein Urteil zum Light Panel, LED Panel Loris an dieser Stelle von Müller Licht oder von der Untermarke Tint. Es ist wirklich für diesen Preis ein extrem gutes Produkt, muss man ganz ehrlich sagen. Macht mir super viel Spaß und ich bin echt froh, dass ich meine alte LED-Deckenbeleuchtung hier abgenommen habe und dieses Lightpanel hingehängt habe, denn das ist schon ein echter Hingucker. Vor allen Dingen aber auch wirklich von der Farbwiedergabe sehr, sehr schön. Ich kann es hier perfekt in meine kompletten Farbschemen mit einbinden, natürlich auch smart-technisch sehr schön einbinden und habe dadurch wirklich hier einen fließenden Übergang. Was ich hier an den Tint-Produkten wirklich super zu schätzen gelernt habe und ich hoffe wirklich, dass ich euch noch mehrere Produkte hier auch vorstellen kann von Tint, ist, dass man diese hier wirklich nahtlos in meinem Fall das Philips Hue-System einbinden kann. Man braucht hier wirklich nicht viel, um diese Panels dann wirklich smart auch mit den Philips Hue-Szenen verschließen zu lassen. Und das ist wirklich sehr, sehr schön, dass man hier keine großen Hilfsmittel mehr benötigt, sondern dass das einfach als Plug-and-Play-Produkt sehr, sehr zuverlässig vor allen Dingen auch funktioniert. Von der ganzen Farbwiedergabe her, es gab viele, viele, die mich gefragt hatten im letzten Video oder auch natürlich von der Latenz und so weiter, kann ich wirklich bisher nur Positives berichten. Gerade beim Lightstrip kamen natürlich viele Fragen, wie ist es gerade mit der Helligkeit, wie ist die Farbwiedergabe und so weiter. Kann ich euch nur sagen, ich persönlich habe wirklich überwiegend die Hue-Produkte natürlich im Einsatz, habe hier jetzt mit diesen zwei Tint-Produkten wirklich ergänzt und muss wirklich sagen, ich merke hier keinen Unterschied, sowohl helligkeitstechnisch als auch farbtechnisch passt sich das Ganze wirklich sehr, sehr gut an und man merkt das extrem, man läuft ja von Raum zu Raum, man hat hier wirklich keine großen Nuancen drin und das wirkt wirklich wie aus einem Guss und macht dadurch natürlich nochmal viel, viel mehr Spaß. Zusätzliches Feature hier, wie gesagt, bei diesem LED-Panel, die Fernbedienung, von daher nochmal top, auch für alle, die jetzt hier vielleicht nicht gerade so auf dem Smart Home Weg unterwegs sind, von daher auch hier an dieser Stelle super LED-Panel, auch rein über die Steuerung mit der Fernbedienung nutzbar und das macht auch Spaß. Mal ein zusätzlicher Pluspunkt, weil es eben auch dieses Hybrid wieder perfekt bietet, dass man hier über Fernbedienung das Ganze steuern kann, aber auch gleichzeitig, wenn man es möchte, über smarte Techniken. Von daher ein absolutes Top-Panel, wie gesagt, von der Farbwiedergabe, von der Verarbeitung und natürlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Das heißt, wenn ihr das jetzt irgendwo beim Discounter seht, könnt ihr das wirklich guten Gewissens kaufen. Ich hoffe, ich konnte damit diese Frage beantworten. Natürlich könnt ihr es auch bei Amazon euch holen. Da ist es allerdings derzeit wieder sehr, sehr schwer zu bekommen. Link, wie gesagt, trotzdem in der Infobox. Dort könnt ihr nochmal alle technischen Details zu dem LED-Panel durchlesen und könnt euch nochmal anschauen, vor allen Dingen, welches Panel zu euch passt. Guckt euch das, wie gesagt, wie immer in Ruhe durch.
Und natürlich freue ich mich auch darauf, wenn ihr Fragen, wenn ihr Wünsche habt zu diesem Produkt, wenn ihr mir alles einmal in die Kommentare schreibt. Ich versuche natürlich wie immer, wie ihr das von mir kennt, alles für euch zu beantworten und dann natürlich gerne auch nochmal das eine oder andere Extra-Video zu diesen Produkten für euch rauszubringen. Von daher lasst mich alles wissen und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auch unfassbar freuen, wenn ihr mir hier ein Abo da lasst, dann verpasst ihr nichts mehr. Mehrfach die Woche gibt es alle News, Reviews, Tests und so weiter aus der Smart Home und aus der Technikbranche exklusiv für euch hier auf meinem Channel als Video. Deswegen lasst unbedingt ein Abo da und ihr seid immer auf dem aktuellsten Stand. Und bis dahin wünsche ich euch viel, viel Spaß mit der Technik. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.